Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Days Gone. Wir haben beim letzten Mal unsere erste Horde besiegt, hier an diesem wunderschönen Ort, diesem wunderschönen Massengrab. Und ja, wollen uns jetzt wieder ein wenig den Menschen widmen, den noch intakten Menschen. Und wollen einen Drifter ausfindig machen, den nämlich dem diese Drogen gehören, die wir auf dem Rücken haben. Ja, das Spiel hat wunderbar gestockt erstmal. Immer schön ans Driften denken. Wenn eine Trophäe ist, man muss irgendwie 200 Meter gedriftet sein oder so, oder 10 Minuten gedriftet sein. Da kann man ja schon mal anfangen, Sekündchen zu sammeln. Außerdem kommt man so besser um die Kurven. Ich bin übrigens kein Trophäenjäger. Ich mache das immer nur dann, wenn die Trophäen gut machbar sind und für mich das Spiel was auch hergibt. Upsala. Guten Tag, die Damen und Herren. Ah, das tut mir aber leid. Zeigen Sie, ich habe Sie gar nicht gesehen bei der Dunkelheit. Das ist natürlich alles keine Absicht. Oh, ey. Look, I don't care. I just want to know their names. Who, Cope? One of them was a man named Randall. Been with the camp almost a year. I didn't know the other two. You want me to ask? No, I guess not. You find that son of a bitch. You radio me. Copeland out. Also da muss ich, das ist halt echt schlecht, wie dieser Dialog wirklich immer und immer und immer wieder kommt. So, mache den Drifter ausfindig. Hier sind Spuren. This is it. Ah, hier ist schon mal Schrott. Muni. Benzin. Oh, Moment. Das machen wir noch, bevor wir den andrücken. Kann nie schaden. Wenn das Bike voll aufgeladen ist. Also beim letzten Mal ist vergessen, ich sage es immer am Anfang lieber einmal dazu, falls am Ende des Videos oder irgendwo im Video der Sound leicht asynchron werden sollte, entschuldige ich mich dafür. Das liegt daran, dass mein PC leider sich so am Ende seiner Lebenszeit befindet. Die Teile für den neuen sind bestellt, aber es sind noch nicht alle verfügbar und werden wahrscheinlich erst Ende Mai dann da sein. Aber danach sollte dann alles wieder gut sein. Aber ja, ich will jetzt auch nicht bis Ende Mai warten. Und nicht weiter streamen, nicht weiter let's playen. There he is. Aber ja, danach sollte es dann besser werden. Einige Kopfgeldziele werden sich wehren, andere werden fliehen. Verfolge deine Zielperson und fange sie lebendig, um den Job zu erledigen. Idealerweise schießt du auf ihr Bike oder rammst es. Die Zielperson darf nicht sterben. Silver Helmet, Red Gas Tank. That's him. Oh shit! The hell! So you thought you'd ride into Copeland's camp, shoot the place up, that about right? Kill a few folks, take some shit, and just ride out, and you just chop them all. Then I'm gonna wait, Deej. Bikekampf. Tippe auf deinem Bike R1, L1 an, um ein Ziel anzuvisieren. Tippe dann zum Abfallen deiner Handfeuerwaffe R1. Ah, ich hätte den Schalldämpfer abmachen sollen. Den nicht wild drauf losfeuern, sondern immer... Oh, das ist ja cool. Wenn der Qualm im Weg ist, dann kann man ihn auch nicht gut anvisieren. Das ist ein cooles Detail.
Rammen. Wenn dein Bike in ein Ziel rammst, erleidet dieses Schaden, aber dein Bike auch. Das kann eine effektive Maßnahme sein, um Schaden auszuteilen oder Gegner abzuwerfen. Ah! Ach, meine Waffe ist leer. Okay. Ja, da habe ich natürlich am Anfang jetzt ordentlich Muni verdödelt. So. Das war verschwendete Muni, aber wir gehen ja eh bald ins Camp. What did you do, you son of a bitch? No. Yeah, well, Cope kind of frowns on that. Not a fan of it myself. Truth. Give Drifters a bad name. What if you'd shot Manny? You know, who fixed my bike then? Stupid piece of shit. Screw you! You want to cope with Stoney's? You little bitch! That's what you are! You little bitch! Reparieren. Voll auf Droge. Ah, wir haben fast Level 2 bei Copeland. So. Freigeschaltet. Individuelles Design. Cope, it's done. Got him. You tell him. Mark down these coordinates and send your man out here. You hear me? Is he alive? Hey, Drifter. Yeah, he's alive. But I won't promise you how long he's gonna stay that way. Deacon out. So. Jetzt holen wir uns aber erstmal auf jeden Fall. Die Fertigkeit hier hebt in der Überlebenssicht Gegner hervor. Und dann gucken wir mal, wohin wir als nächstes gehen. So, ich würde jetzt sagen, bevor ich weiterziehe, werde ich einmal zu Copeland's Camp mir neue Muni holen, mein Bike reparieren, aufladen und so weiter, und dann geht's weiter. Okay, also für das nächste Mal weiß ich nicht einfach wild drauf losballern, sondern nah ran, sodass man auf den Reifen zielt. Und dann. Boozer, you there? Let him in. I'm just calling a checkup on you. Yeah, Dee, come here. You hang in there, buddy. As soon as we get that arm patched up, we're riding north, just like you said. Ah, I hope so. God, I miss the open road. You just work on getting better. I still got some work to do on the bike, and we gotta stock up on some gear. But once you're patched up, we're out of here. Deacon out. Hey, man. Good to see ya. Jazzy. So, wir haben 89 Ohren. Yes, you do the killing, I'll do the counting. Plus 267 Vertrauen. Und wir haben 2737 Cent. See oder whatever, ich glaube. Ah doch, ich habe hier ein paar Kräuter. That's all I got for now. Aber sonst nicht. 11 Vertrauen, sehr gut. So, dann brauchen wir auf jeden Fall neue Muni. Just looking. Ach, schau mal. So, erstmal Sturmgewehrmuni. Pistolenmuni. Dann holen wir uns auf jeden Fall mal noch einen Schalldämpfer. So, und die Sachen hier kann ich noch nicht kaufen, weil mir noch Vertrauen fehlt. Okay. So, und dann nochmal hier hin. How's it going, Deke? Manny. Ich glaube, hier habe ich alles gekauft, was ich kaufen kann, ne? Hey, hier noch nicht. Haltbarkeit. Noch ein Rahmen. Cool. Need anything else? Das kann ich noch nicht. Und das auch noch nicht.
Okay, man. So, okay. Gut, dann sind wir in dem Gebiet hier jetzt soweit fertig. Da können wir erst hin, wenn wir Lachgas haben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt auf in unbekannte Gefilde und gehen dieser Story-Mission nach. Ich glaube, sonst... Ja, sonst haben wir tatsächlich auch gerade keiner, der wir folgen können. I'll be here if you need me. Ah, den Tank auffüllen, Verzeihung. Entschuldigung, ich nochmal nachtanken. Alter, ist das teuer. Look me up if you need anything else. See you around, Dick. Aber wir haben eine lange Reise vor uns, wir werden es brauchen. So, na dann. Hope says you've been helping out around the camp. I won't say it, but he appreciates it. Danke, Melly. Ich habe immer noch dieses Paket auf dem Moped. Fragezeichen, geh ich mal gucken. Also die Fragezeichen in diesem Spiel sind echt ein bisschen merkwürdig. Sie tauchen auf, man fährt hin, sie sind weg. Auf der Stelle. Okay. Ich habe jetzt nicht wegen dem Freaker angehalten oder der Freakerin. Wir wollen ja gendergerecht bleiben. Was ist denn das da? Sondern eher wegen dem Auto, weil ich mir einen neuen Schrott sammeln wollte. Jetzt sehe ich das hier gerade. Ah, sehr gut. Wir nutzen gleich den Verband und sammeln den neuen auf. Handholz. Kann ich mit dem auch eins? Jawohl. Kann ich auch eine Nagelwaffe bauen? Sehr gut. Guten Tag. Okay, das ist meine Waffe noch. So, naja, haben wir gleich noch ein bisschen heilen können. Kann ja auch nicht schaden. Hier wurde ein Neromann zerfleischt. Da sitzt einer drin. I don't trust you. Ich kann auch gar nichts hier rausholen. Nee, okay, habe ich mich verguckt. ...1,6 Kilometer. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich unterwegs sogar noch mal anhalten müssen. Oh. Ah. Das war natürlich jetzt ungünstig. Ja, obwohl ich glaube, das Fleisch und so bringt einem halt so wenig Vertrauen letztendlich ein. Sie provozieren es aber. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Back during the American Revolution, when we were fighting for our freedoms, good. We gained the beautiful right to keep and bear arms. A right we use to protect ourselves, our families, our property. That is. Until the ever-growing federal government got scared of the people they swore to protect. Over the years, they stripped us of every gun right they could.
using a few mass shootings as an excuse to curtail the God-given rights of us, American citizens. Gun control. And there went the Second Amendment, ladies and gentlemen. Let me ask you this. When all this shit went down, if every American was packing heat, do you think we'd be in this mess? Hell no. But this is how the feds wanted it. Disarming the public was just the first step toward getting rid of us all. So who did those gun laws really protect? Sure as hell wasn't us, the American taxpayers. Someday, we have to dig out of this. I want to take a poll. I bet those who survived were those who had guns. Son of a bitch! This is Mark Cooper for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Okay, Cope, this time you got me. I'll take all the guns I can get my hands on. Ain't no one taking them away. Marauders, good. But yeah, wait for me, huh? Mister? He shot him! They're down! They're down! I know where you're at! Kill him! Kill him! Kill the son of a bitch! So, jetzt habe ich halt hier abgesägte Schrotflinten. Kann an sich nicht schaden. Aber es ist jetzt halt wirklich so, ich müsste jetzt quasi... das tauschen, ne? Ja. Dann schmeiße ich halt die weg. Das, ja, also das System mag ich wirklich nicht. Dass sie halt nicht wenigstens zwei Waffen... Ach Mann, lass die scheiß Waffe da jetzt. Dass er nicht zumindest zwei mitnehmen lassen, ja? Dass man immer eine wegpacken kann. Da ist noch einer. Kriegen wir aber so. Bei mir wird gerade gestöhnt. Sehr schön. Die Freaker sind überall. So, wir haben also Crazy Willys befreit. Von Freakern. Damit jetzt schön hier die Marauder sich breit machen, ja? Naja, so ist das. Ist das alles Türen oder ist da drin so viel? Ne, das sind größtenteils Türen, ne? Aber wisst ihr, das liegt hier auch. Schrott habe ich. Mal Nägel. Lappen. Naja, seht ihr. Haben wir doch noch was rausbekommen aus der Sache hier. Und wir haben zwar einen Schuss kassiert, aber im Großen und Ganzen gehen wir besser raus, als wir reingegangen sind. Also das mag ich echt, dass man ja ein Ziel auf der Karte hat. Oder die Map ist nicht gepflastert mit irgendwelchen Fragezeichen und Symbolen und so weiter. Sondern man stößt halt einfach auf die Sachen. Und ja, zumindest... Oh geil, ein Medikit. Und zumindest bisher habe ich halt auch wirklich noch dieses Interesse dran. Dann auch wirklich immer anzuhalten, dass... Ich hätte jetzt auch einfach vorbeifahren können. Aber ich weiß halt, wenn ich den Kampf gut überstehe, gibt das Loot. Und außerdem
Ja, ist die Welt einfach interessant genug gestaltet dafür. Nee, mit Wölfen lege ich mich jetzt mal nicht an. Das sieht auch schon wieder nach einer Falle aus. Ja. Na, nach so ein paar Stunden kennt man seine Pappenheimer dann doch. Die Auto ist gepennt. Au. Okay. Das macht einem keinen Schaden. Das ist einfach nur, damit der Hinterhalt funktioniert, ja. So. Eine Ripperklinge. Sehr viel weniger Haltbarkeit, aber sehr viel mehr Schaden. Okay. Scharfschütze ist natürlich ungeil. Wow! So. Ja, ich nehme mein Kantholz, glaube ich, wieder mit. Rasenmähermachete. So, die Frage ist jetzt nur, wie komme ich an dem doofen Scharfschützen vorbei? Ach so, das war die Sonne. Wo ist denn der? Da. Nee. Ist er jetzt weg? Okay. Hat der Hinterhalt jetzt aufgehört, weil der Tag gewechselt hat oder weil er gemerkt hat, es wird nichts? Ach, schaut mal, da ist ein Lager. Da fahre ich mal hin. Mal das da hinstellen. Bike reparieren. Let's go. So, irgendwer von euch hatte doch Schrott. Du hier offenbar. Nice, 3 Schrott. So, ich will das jetzt eigentlich nicht ungesühnt lassen, muss ich sagen. Frage ist, hockt der jetzt hier noch irgendwo oder nicht? Da sind welche. So, was haben wir denn hier? Ja, bitte? Wo ist der? Okay. Wie, jetzt ist er plötzlich da hinten? Okay. Wie? Kann ich dagegen was tun? Hm.
You feel that, huh? Goddamn sniper. Aber der war doch nicht von Anfang an da. Die haben doch vom Anfang kam doch das von da. Oder? Weil ich war hinter dem Stein da. Wenn der hier gewesen wäre, der hätte mich ja locker treffen können. Und der Strahl kam ganz eindeutig von hier drüben. Also da haben sie jetzt ein bisschen geschummelt. Meiner Meinung nach. Schlicht und ergreifend geschummelt. Also bisher merke ich noch nicht viel davon, dass Gegner hervorgehoben werden würden. In der Überlebenssicht stand doch gerade noch mehr. Da habe ich halt irgendwas überlesen. Moment. Drücke R3 und zu aktivieren. Wenn du in der Überlebenssicht gehst, werden Gegner in Reichweite hervorgehoben. Okay, also ist die Reichweite dafür einfach nicht besonders hoch. Okay. Ungeil. Ach, schaut mal, das ist ein Nemo-Punkt. Goddamn Rippers. I am going to kill all of you. Another Nero site. Well, wonder if there's anything in that MMU. Nice. Okay. So. So weit, so gut. Verband, Kerosin. Ah, da ist ein. Polizeiwagen. Aha. Dings anbringen. B1. Der hier oben, ne? Ne, den hier oben habe ich ja erwischt. Guck, da sind sie. Okay, da ist einer, da sind zwei. Da drüben scheinbar keiner mehr. So viele wie möglich ausschalten. Aber rauchen tun sie noch, ja? Da, okay. Ganz schön gut befüllt das Lager.
So, den haben wir. Jetzt nehmen wir den hier oben. The Lost Will Fall, RIP. Jetzt habe ich schon so lange gewartet. So, ich glaube, das ist die letzte. Ne, zwei sind noch da. Da lang kann ich die abfangen. Also der Skill ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Auf Drogen zu nehmen und die sterben. Mann, ey. Na, der ist nicht ausgerechnet jetzt um. Es war so klar. Spacko. So, haben wir das. So, Attraktor kann nicht schaden. Einmal Schrott. So, wir stellen auf jeden Fall noch neue Bolzen her. Oregon Handwerker. Ich habe 50 Sachen hergestellt, offenbar. Verwenden und so brauche ich alles gerade nicht. IPCA-Technologie. Muss ich auch nochmal gucken, wofür das gut war nochmal. So, einmal Muni. Fürs Sturmgewehr. Die Ripper haben gut gewütet, ey. Ja, ich glaube, das ist so eine Art Sniper. Noch kein gutes, aber... So, hier ist auf jeden Fall ein Alarm. Da drüben auch noch. Da ist einer. Wollen wir den Strom hier wieder anmachen. Rohrbombe. Kann auch absolut nicht schaden. Teile und eine Flasche. So, dann machen wir das hier ab. Und das hier. Da drüben ist auch noch einer. Oh, das ist ja fies, ey. Das heißt, überall können diese scheiß Lautsprecher dran sein. Wenn man einen übersieht, wahrscheinlich, hat man hier eine Zombie-Meute am Hals. Eieieiei. Ich meine, es sind zwar eigentlich gerade keine in der Nähe. Aber ich denke mal, es werden dann auf jeden Fall welche kommen. Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel wieder cool, dass die Autos hier nicht geplündert sind, bis auf das Polizeiauto. Dass es dann so laut ist, dass sie trotzdem kommen werden. So, hier ist noch ein Lautsprecher. Da ist da drüben noch ein Eingang, da gucken wir auch nochmal nach.
Oh, was ist denn das da? Ach so, ja, so eine Rasenmähermachete. Den habe ich. So, was ist mit dem Eingang hier? Hier war keiner. Ich glaube, ich müsste alle haben. Ich muss nur rausfinden, wo der Stromgenerator ist. Da. Ist er das? I don't know. Nee, ist er nicht. Wo ist der Stromgenerator? Hm? Danger. Warte mal, habe ich das als Quest jetzt? Ja, habe ich. Okay, irgendwo hier muss eine Stromversorgung sein. So, ich fahre jetzt erstmal mit dem Motorrad hier näher ran. Weil man weiß nie, was kommt, und wenn das Motorrad dann etliche Meter weg ist, das kann auch schnell ganz blöd ausgehen. Deswegen. Fahren wir das mal hier rein. Schaut mal, stellen wir es hier hin. Und wenn was passieren sollte, sind wir ruckzuck weg. Wo war jetzt gerade das Benzin? Ich habe doch gerade Benzin gesehen. Ach, da sieht man, es ist spät. Mein Kopf ist gerade nicht mehr so ganz wach. Wo war denn das Benzin? Irgendwo war Benzin. Oh, hier ist noch ein Nero-Typ. Da auch ein Medikit. Klohäuschen. Wächterhäuschen. Where is the electricity? Ja, ne, ist schon so. Es funktioniert vom Prinzip her immer gleich. Also eigentlich ist so ziemlich jedes Gebiet, in das man kommt, ach, es muss man jetzt schon mal sagen, jedes Gebiet, in das man kommt, ist im Prinzip etwa gleich. Das, was man so tun muss. Irgendwen ausschalten, bei Nero immer den Strom wieder anschalten und so. Aber ich finde es halt die Welt so cool designt und es macht halt spielerisch auch Spaß. Weshalb mir das nicht so viel ausmacht. Und ich es wirklich gern spiele. So, halt wieder, ne? Man sieht, ich wollte zu einer Hauptquest, bin hier dran vorbeigekommen und dachte mir, hey, mach ich das doch. Und zwar ursprünglich einfach nur, weil die mich vom Moped geschossen haben. Aber ich finde den Kackstrom nicht. Hallo? Was faucht da? Klingt irgendwie nicht nach einem normalen Wolf oder so. Jetzt ist es wieder weg. Sag mal, Leute, bin ich jetzt bekloppt? So riesig ist ja das Gebiet nun auch wieder nicht. Oder muss ich das da sprengen, damit der Zaun aufgeht? Das ist gerade noch so eine Idee, die ich habe. Macht natürlich schön Lärm.
glaube es eigentlich nicht. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Eigentlich eine Tür, aber das ist die denn egal. Iron Battle. Okay, also hier komme ich ja definitiv nicht rüber, richtig? Es ist ja wirklich gesperrt. Hier ist ein Pfad in die Berge. Ich weiß nicht, ob man außenrum, aber dass man da den Strom wieder anmachen muss, bezweifle ich. Oh, jetzt wird es auch noch Nacht. Jetzt kommt die Freaker gleich. Ach, hier ist er doch. Och Mann, bin ich blöd. Bin ich blöd. Okay, let me guess. Out of fuel. Das, was ich vermutet habe, war es die ganze Zeit. Ich habe es nur einfach nicht gerafft. So, wo ist denn jetzt... Wo war das Benzin? Ich habe doch hier Benzin gesehen. Oh, ich glaube, ich muss... Also nach der Folge muss ich auf jeden Fall Schluss machen mit aufnehmen. Ich merke, dass ich offenbar doch sehr müde bin. Ich... Bin an Benzin vorbeigekommen, habe noch gedacht, ah, Benzin. Bin los, um mein Motorrad zu holen. Und dann habe ich vergessen, wo es Benzin war. Jetzt wird es Nacht und gleich kommt Freaker. Und das alles nur, weil ich mich nicht erinnern kann, wo das scheiß Benzin war. Leute, warum bin ich denn so blöd? Es tut mir auch sehr leid, dass ihr euch das gerade angucken müsst. Da. So, erstmal das Moped. Auch ganz schön leer. So. Oh, es war der Stromgenerator die ganze Zeit und ich bin immer... Hab immer so drauf geguckt, dass man das hier nicht gesehen hat. Meine Fresse, wie dämlich, ey. Done. Busted. Here we go. Yeah, now we're in business. Damn it. That's gonna bring them all down on me. Scheiße. Das was? Is that all of them? Yeah, Jesus. Ah, das ist ja ganz. Ah, fuck, da kommt einer. Ach, God damn it. So, weg mit dir. Okay, das hielt sich ja an Grenzen. Denke mal, je mehr Lautsprecher an sind, desto mehr kommen. Hallo. Guten Tag. Jetzt aber dann noch die Ripperklinge. So. Alright. Gut. Das hielt sich ja noch in Grenzen. Das ging ja halbwegs klar. There really better be something in here with all this trouble. Alles voll. Okay, ich muss mir auch merken, dass bei den Nero-Punkten echt noch viel ist. Also ich habe hier noch echt viel zum Einsammeln. Okay, das war nischt, dann hier rüber. Was ist das hier? Another one of those micro recorders. Hey, what do I have to leave you? About goddamn time. Jesus, I'm tired. Did I miss anything? Yeah, you wouldn't believe it.
get shaved heads. Some of them cut up pretty bad. Driving a whole convoy of hippy-dippy vans and trucks. Oh, shit. I've seen these clowns. Were they chanting a bunch of shit like, "Get low, be free, follow the path"? Shit like that? Yeah, that's them. They call themselves R.I.P. Rest in peace. They got some messiah who thinks all this shit is part of some plan. Where are they headed? South. Beyond that, I don't know and don't care. All right, man, have a good one. Okay, what the hell's he recording? Okay. Also, wir haben ein bisschen was über die Ripper erfahren. Ja, also hier sind noch haufenweise Medipacks und so. Yeah, a Nero Injector. Let's see if it still works. So, ich mache jetzt erstmal Leben und Ausdauer mal abwechseln. Konzentration muss ich erstmal freischalten. Und ist auch, glaube ich, trotzdem das Unwichtigste von den dreien. Iron Bottle Nero Kontrollpunkt. Ich muss sagen, das finde ich gleichermaßen cool, wie ein bisschen, ja, also ich finde es cool, dass man es nicht umsonst macht und nicht bestraft wird sozusagen, aber ich sammle jetzt schon Vertrauen bei einer Stadt, die ich noch gar nicht kenne. So, 25% der Nero-Punkte haben wir. Und das sind wieder Feinde außerhalb. Irgendwie immer, wenn man sich was injiziert hat. Ey! Geh weg von meinem Motorrad. Ach, come on. Mann. Was ist denn das für ein Zeichen? Ach so, einfach das Zeichen von... Nee, ist aber... Aber es ist das Zeichen von dem Gebiet hier einfach, oder? Ach, von den Rippern ist es das Zeichen. Ah, okay. Alles klar. Ja, würde ich denen auch geraten haben, dass sie nicht mein schönes Motorrad kaputt machen. So. Ah, wir wollen ja gerade nach Hot Springs. Taka und Alkai. Hot Springs. Ah! Wo seid ihr? Echt jetzt? Oh, das ist scheiße. Ich konnte jetzt nicht stealth killen. Weil ich die Falle nicht getriggert habe. Das ist ja dämlich.
Okay, also das ist wirklich einfach nur dämlich. Jetzt gucke ich hier nochmal. Jetzt musste ich den Bolzen in den Kopf schießen. Kann ich das jetzt entschärfen? Ja. So, gerade noch rechtzeitig gesehen. Ja, man muss aufmerksam sein beim Fahren, sonst ist man ganz schnell in der Falle drin. Aber ich habe es bemerkt. Aha! Nicht mit Deacon St. John. Das wäre so typisch, wenn ich im nächsten Moment in der Falle reinfahre. So, wir fahren nach Hot Springs, würde ich sagen. Um diese Folge zu beschließen. Außerdem wird es Nacht und es wäre schön, wenn wir es noch in ein Lager schaffen. So, den nehmen wir noch mit. So, Hot Springs, da sind wir. Denke ich. Okay, das war ein sehr eindeutiger Bug. Aber kein schlimmer. Wo ist Tucker? Alki. Over at the dig site. Well, which one, goddammit? The north one. Back there. Anybody touches this bike, or anything on it, I break your fingers. Whatever, man. Jesus. Ein sympathischer Kerl sind wir, aber man muss, denke ich, mal klar machen, was Sache ist. So. Das ist also Hot Springs. Sieht sehr anders aus, das Lager, als die anderen. Sehr viel weiträumiger, aber gefühlt auch schlechter gesichert. What do you need? Just looking. Einmal nachtanken, einmal reparieren. Mehr kann ich auch gar nicht. Okay. Yeah, see. Also hier scheint es auch Ausgrabungen und so zu machen. Das gefällt mir wirklich gut. Also kann mich nur wiederholen. Die Welt ist echt richtig, richtig cool aufgebaut. Das hier sieht wirklich eher wie so ein kleines, ja, so ein kleines Lager, Minenlager aus quasi. Es scheinen ja auch Minen zu geben. Hier werden Gräber geschaufelt. Da drüben versucht man so ein bisschen was anzubauen. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum werden diese Lager nicht von den Freakern überrollt einfach? Weil keins davon war so befestigt, dass ich sage, wenn hier jemand kommt, haben die eine Chance. Aber gut, das... Vielleicht kommt ja noch so eine Mission, wo man Lager verteidigen muss. Wir werden sehen. Gut, aber was es hier zu holen und zu sehen und zu hören gibt, das werden wir dann beim nächsten Mal klären. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Gauton und ciao.